Hallo und grüß euch. Heute geht's ums Thema Blütenpollen und um die Bedeutung fürs Bienenvolk. Ein wirklich spannendes und wichtiges Thema. Im Teil 2 besprechen wir dann die Pollenernte, die Weiterverarbeitung und die Etikettierung. Dafür haben wir uns wieder mal auf den Weg zur Grazer Imkerschule gemacht. Also mein Name ist Birgit Estern, ich arbeite hier an der Steirischen Imkerschule und unterrichte unter anderem auch Bienenprodukte und darf Ihnen ein bisschen was über den Pollen erzählen, über den Blütenstaub, den die Bienen sammeln, warum er für die Bienen vielleicht auch wichtig ist, beziehungsweise auch für den Menschen ein ganz ein tolles Produkt darstellt. Der Pollen, wir sehen ihn hier quasi in getrockneter Form, ist ganz, ganz wichtig, weil wir wissen ja, dass die Biene einerseits Honig macht, aber die wenigsten wissen, dass die Bienen auch Pollen sammeln. Der Honig ist die Kohlenhydratquelle, könnte man das nennen, die Energiequelle, und der Pollen, hier sehen wir getrocknete Pollenhöschen in unterschiedlicher Farbe. In Natur sind sie natürlich noch viel spektakulärer, diese Höschen, weil sie alle Farben spielen können. Die können von weiß, gelb, rot, blau, grün, alle Farben spielen. Im getrockneten Zustand schauen sie dann ein bisschen farblos aus, aber sie sind halt leider nur im getrockneten Zustand haltbar. Deswegen wird der Pollen von uns getrocknet und teilweise auch natürlich vermahlen. Nicht nur in diesen Körnchen, so wie ihn die Biene sammelt, sondern auch in vermahlener Form kommt er vor. Der Pollen ist im Gegensatz zum Honig die Eiweißquelle, aber auch Fettquelle, Mineralstoffe, Vitamine sind da drinnen. Das ist eine ganz wichtige Substanz. Die Bienen brauchen das, vor allem die jungen Bienen einmal, für die Entwicklung der Drüsen, für die Hypopharynx-Drüsenentwicklung, aber auch für die Entwicklung der Wachsdrüsen zum Beispiel. Damit sie ihre Arbeiten vollführen können, müssen Bienen, besonders junge Bienen, ausreichend Pollen zur Verfügung haben. Der Pollen ist also ein unglaubliches Kraftpaket. In ihm stecken neben Aminosäuren auch noch Wasser, Zucker, Inhibine und weitere Wirkstoffe. Die genauen Inhaltsstoffe schreiben wir euch zum Nachlesen in die Videobeschreibung. Ein Bienenvolk sammelt ungefähr ca. 25 Kilo Pollen im Jahr. Das sollte man vielleicht auch wissen, das ist relativ viel. Das wird in Form von Pollenhöschen an den Hinterbeinen gesammelt. Die Biene kann ja kein Sackerl mitnehmen, wo sie den Pollen sammelt. Die muss das ja mit einem Pollenkamm, das sind spezialisierte Hinterbeine, mit denen praktisch der Pollen aus dem Haarkleid gekämmt wird und mit Nektar noch klebrig gemacht wird und so praktisch in Form dieser Höschen, die wir gesehen haben, an den Beinen gesammelt. Für die Winterbienenproduktion ist der Pollen wichtig, für die Ausbildung des Fettkörpers. Und zwar, damit die Bienen langlebig werden und über den Winter kommen, brauchen wir auch im Herbst eine sehr, sehr gute Pollenversorgung für die Bienenvölker. Da kann natürlich auch der Mensch sehr viel dazu beitragen, dass er gewisse Pflanzen anpflanzt, die für die Bienen wichtig sind, als wichtige Pollenpflanzen. Wenn auch ihr einen bienenfreundlichen Garten gestalten möchtet, schaut drauf, dass viele verschiedene Arten anpflanzt. Gerade im zeitigen Frühjahr und nach der Obstblüte ist das Angebot für die Bienen oft knapp. Am besten wäre es, wenn die ganze Gartensaison über was blüht. Das können verschiedene Kräuter, Sträucher oder Obstbäume sein. Pflanzenzüchtungen mit gefüllten Blüten sind für die Bienen nichts, weil die keine Staubgefäße und damit keinen Pollen haben. Die Auswahl an heimischen Pflanzen ist trotzdem groß und die Insekten werden es euch danken. Je vielfältiger sich die Biene ernährt, wir kennen es auch von uns, desto gesünder ist auch die Biene. Und je einseitiger sie sich ernährt, indem sie in Monokulturen lebt, desto schlechter geht es der Biene. Das heißt, für ihren Gesundheitszustand ist es ganz wichtig, dass sie einen vielfältigen Pollen zur Verfügung hat. Und das sehen wir auch daran, dass sie auch ganz intensiv bestimmte Pflanzen bevorzugt und bepflegt. Bienen fressen die Pollenhöschen nicht, sondern müssen den noch verarbeiten. Die Sammelbiene bringt den Pollen in den Stock und streift den in eine leere Zelle ab. Andere Bienen stampfen den Pollen ein, setzen Enzyme und Honig zu. Das Gemisch fermentiert in der Zelle und wird dadurch haltbar. Man nennt es dann Perga, besser bekannt als Bienenbrot. Dieses Perga kennt man vielleicht weniger, weil die Gewinnung für den Imker relativ schwierig und aufwendig ist. Dazu müssen diese Waben eingefroren, praktisch geschrotet werden. Also diese Gewinnung ist relativ schwierig, da ist diese Gewinnung mit den Pollenfallen über die Pollenkörner einfacher. Von der
Verwertung heißt das Berger sicher hochinteressant und wird auch in jetzt praktisch viel mehr gewonnen, weil man einfach diese Wichtigkeit erkannt hat für die Ernährung. Ja, Sie werden sich jetzt fragen, wozu ernten wir diese Pollenhöschen oder wozu brauchen wir den Pollen als Menschen? Sie müssen sich vorstellen, dass der Pollen ganz, ganz wichtige Inhaltsstoffe hat. Wir haben schon gehört, es ist Eiweiß drinnen, es sind Kohlenhydrate drinnen, Mineralstoffe, verschiedene Vitamine. Und er wird sehr gern als Nahrungsergänzungsmittel praktisch, dass man einen Löffel zum Joghurt dazu gibt. Sehr oft wird er auch gern verwendet in pulverisierter Form. Dadurch ist der Pollen, Sie müssen sich vorstellen, der Pollen hat eine sehr widerstandsfähige Hülle. Durch den vermahlenen Pollen können die Inhaltsstoffe besser aufgenommen werden als jetzt in dieser Höschenform. Blütenpollen schmecken wirklich sehr gut im Salat. Das ist ein echter Geheimtipp und das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Man kann den Pollen natürlich auch ohne weiteres pur essen. Wer den Geschmack oder die Konsistenz vom Pollen nicht mag, aber auf die wichtigen Inhaltsstoffe nicht verzichten möchte, der kann ihn als Zusatz im Smoothie, Müsli oder auch in die Bananenmilch mischen. Der Pollen soll nicht in heiße Mahlzeiten gemischt oder mitgekocht werden, damit keine Inhaltsstoffe verloren gehen. Falls ihr allergisch auf Pollen seid, esst es besser nicht oder nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Ja, vielleicht, was man auch noch sagen muss, Pollen ist nicht gleich Pollen für die Biene. Für die Bienen ist der Pollen schon unterschiedlich attraktiv, je nachdem, welche Inhaltsstoffe er hat. Es gibt sehr, sehr attraktiven Pollen, zum Beispiel Edelkastanienpollen ist ein Pollen, der sehr, sehr hochwertig ist für die Bienen, der auch hochqualitativ ist anscheinend für sie und gute Winterbienen produzieren kann. Und dann gibt es natürlich Pollen, der weniger interessant ist für die Bienen, weil die Inhaltsstoffe nicht so wichtig sind. Es gibt ja 10 essentielle Aminosäuren, die die Biene aufnehmen muss. Und sie kann anscheinend schon unterscheiden, was ist für sie wichtig, welcher Pollen ist für sie attraktiver oder welche Pflanze ist für sie attraktiver vom Pollengehalt her als andere. Sie können das auch im Garten beobachten, wenn Sie zum Beispiel einen Basilikumstrauch, einen blühenden haben oder es gibt verschiedene Pflanzen, vielleicht ein Thymianstrauch, der blüht. Es gibt verschiedene Pflanzen, die so attraktiv sind, da wimmelt es gleich so von Bienen oben. Es gibt natürlich auch Pflanzen, die eben sehr viel Pollen liefern, sehr hochqualitativen Pollen liefern. Denken Sie zum Beispiel an den Raps, das liefert sehr viel Nektar, aber auch an sehr, sehr hochqualitativen Pollen. Wenn wir jetzt an die Akazie denken, das ist auch eine durchaus wichtige Trachtpflanze für uns Imkerinnen und Imker, dann liefert die Akazie zwar sehr viel Nektar, aber eigentlich relativ wenig Pollen und ist deshalb ist sie eigentlich auch ein bisschen schwarmdämpfend in dieser Zeit. Ja, ein interessantes Beispiel ist die Rostkastanie. Viele glauben, die würde ja Nektar bringen. Die bringt eigentlich kaum Nektar. Was sie allerdings schon liefert, die Rostkastanie, ist Pollen. Also der für die Biene hochattraktiv ist. Wir kennen das, wenn sie so mit so rot-bräunlichen Pollenhöschen nach Hause kommt, dann handelt es sich meistens um Pollen von der Rostkastanie, wenn diese auch um diese Zeit blüht. Ja, vielleicht, was wir noch nicht gesagt haben, Pollen ist auch wichtig für die botanische Herkunft des Honigs, weil wir ja auch im Honig dann durch die Einstäubung oder verschiedene andere Einbringungen Pollen drinnen haben, Pollenkörner. Und da kann man dann durch die Pollenanalyse eine genaue Sortenbestimmung machen. Und zwar wird dann der Leitpollen bestimmt, alle anderen Pollenkörner natürlich auch im Mikroskop. Und dann kann man wirklich sagen, okay, so und so viel Leitpollen ist drinnen. Das handelt sich um einen Akazienhonig oder es handelt sich um einen Lindenhonig. Nicht umsonst zählt die Biene zu den wichtigsten Nutztierarten. Während sie Nektar und Pollen sammelt, erfüllt sie auch die wichtige Aufgabe der Bestäubung. Deswegen hätten wir noch eine Bitte. Kauft euren Honig und andere Bienenprodukte wie den Pollen beim Imker aus der Umgebung. So bleibt die Wertschöpfung in der Region, man vermeidet Transportwege und ihr könnt damit uns Imker unterstützen. Außerdem haben wir im Gegensatz zu anderen Ländern strengere Vorschriften und dementsprechende Kontrollen. Honig sollte man nicht als Lebensmittel, sondern als Genussmittel sehen, das den Preis aufgrund der Qualitätsstandards und der oft nicht erkennbaren Imkerarbeit haben darf. Zum Schluss sagen wir ein ganz herzliches Danke an Birgit Esterl, die sich spontan für uns Zeit genommen hat. Bis bald, eure Bifluencer.